Und ich möchte dir jetzt noch eine Frage stellen. Das ist eine Art Testfrage, woran du erkennst, ob du dich in einer toxischen oder in einer gesunden Beziehung befindest. Eine toxische Beziehung ist, und der Name sagt schon, giftig. Und zwar giftig für dein Selbstwertgefühl. In einer toxischen Beziehung wirst du klein gehalten. Sei es durch Beleidigung, sei es durch Liebesentzug, Lügen, vielleicht wurdest du betrogen auf so eine bösartige Art und Weise. Ja? Toxische Beziehungen wollen dich klein halten. Im Gegensatz, eine gesunde Beziehung, die möchte dich nach vorne bringen, die pusht dich, die bringt dich in dein Potenzial. Dein Partner, deine Partnerin wollen, dass es dir gut geht und wirklich sorgen dafür, dass du an dich selbst glaubst. So, und das sind natürlich jetzt Merkmale, wo man sagen kann, jo, das ist toxisch und das ist eine gesunde Beziehung. Wenn man allerdings selber drin ist, dann sieht man diese Hinweise häufig nicht. Und das liegt daran, weil man sich vielleicht einredet, na gut, wenn mein Partner mich beleidigt, er hat ja auch in gewisser Weise recht. Oder vielleicht hatte er oder sie einen schlechten Tag. Ja, man redet sich das schnell gerne schön, damit man bloß nicht der Wahrheit ins Auge sehen muss. Und ich möchte dir jetzt noch eine Frage stellen. Das ist eine Art Testfrage, woran du erkennst, ob du dich in einer toxischen oder in einer gesunden Beziehung befindest. Und die Frage lautet, warum liebst du diesen Menschen? Und wenn du dich in einer toxischen Beziehung befindest, dann ist die Antwort häufig, boah, da ist so eine krasse Anziehung. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Es ist wirklich magisch. Hingegen, eine gesunde Beziehung würde sich ausdrücken, ja, ich liebe diesen Menschen, weil wir haben Respekt voreinander. Da sind gleiche Werte, auf denen wir aufbauen können. Und das ist wirklich dieser krasse Unterschied. Die gesunden Beziehungsmenschen oder die Menschen, die in einer gesunden Beziehung sind, die können wirklich Gründe nennen, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Diese Menschen können auf ein Fundament aufbauen, auf wirklich konkrete Gründe. Sei es, sie können ein Unternehmen darauf gründen, eine Familie darauf gründen, eine Zukunft darauf gründen. Wenn du aber nicht wirklich Gründe hast, sondern mehr dieses, es ist so magisch, es ist so anziehend, ich kann nicht ohne diese andere Person, dann weist es darauf hin, dass es eher ein toxisches Fundament hat, ja, wo diese Anziehung ausschließlich dafür da ist, um euch gegenseitig eure Themen zu spiegeln, eure Wunden zu spiegeln. Das passiert natürlich auch in der gesunden Beziehung, aber da ist das nicht das Einzige, worauf es aufbaut. Ja? Jede Beziehung sorgt ja dafür, dass wir uns gegenseitig spiegeln und jeweils auch die gegenseitigen Ängste und Wunden nochmal gezeigt werden. Aber wenn diese krasse Anziehung da ist, also wie bei einer toxischen, dann ist diese Anziehung häufig da, weil du sie aus deiner Kindheit schon kennst. Ja? Und wenn du zum Beispiel als Kind oft klein gehalten wurdest von deine Eltern haben dich wirklich gezeigt, dass sie an dich glauben, weil sie es selber nicht konnten. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du das so erlebt hast, dann bist du mehr oder weniger daran gewöhnt und suchst dir heute einen Partner, der genau das Gleiche wieder macht. Oder wenn du Eltern hattest, die emotional nicht für dich da sein konnten, dann suchst du dir heute einen Partner, der ebenfalls nicht emotional für dich da sein kann. Ja, und diese Anziehung ist am Ende das Unbewusste, welches euch zusammenhält, damit du endlich dieses Thema dir anschaust. Das Thema aus der Kindheit, das Thema mit deinen Eltern. Wie du das Ganze löst, das möchte ich dir im nächsten Video vorstellen. Und wenn du wirklich jetzt schon sagen kannst, Jutta, ich erkenne mich wieder, ich möchte dieses Toxische lösen, ich möchte keine Menschen mehr in mein Leben ziehen, die nicht gut sind für mein Selbstwertgefühl, dann möchte ich dich einladen in meinen Masterkurs Loslassen, Meistern. Da wirst du nämlich genau das durch Hypnose und durch Coaching-Techniken auflösen. Wir gehen ins Unterbewusstsein und werden wirklich den Kern anpacken. Auf spielerische Art und Weise. Falls du neugierig bist, ich würde mich freuen. Muah.